Ich bin Fluglotse im Tower Köln-Bonn hier am Flughafen und bin da zuständig für die Sicherheit bei Starts, Landungen, Rollbewegungen und den Luftraum ringsum Köln. Die Deutsche Flugsicherung ist in erster Linie für Sicherheit verantwortlich, dass sich Flugzeuge nicht zu nahe kommen, dass Unfälle vermieden werden. Das ist so das Kernprinzip. Natürlich nicht nur, sondern auch, dass der Verkehr zügig abgearbeitet wird, effizient und dass Fracht und Leute schnell an ihren Zielort kommen. Die wichtigsten Fähigkeiten, die man als Fluglotse mitbringen muss, sind Teamfähigkeit, Langzeitkonzentration und auch unter Druck noch gut arbeiten zu können. Also ich sage immer, ich habe das schönste Büro der Welt. Man kann unfassbar weit gucken an schönen Tagen und genieße das einfach jedes Mal. Ich habe mir einige Hobbys gesucht und da man als Fluglotse auch wirklich gutes Geld verdient, habe ich da eigentlich auch keine Beschränkungen, sodass ich allen meinen Wünschen nachkommen kann und entsprechend erholt dann auch wieder an die Arbeit zurückkehren kann. Fallschirmspringen ist mein liebstes Hobby eigentlich und man kann das eigentlich in mehrere Phasen aufteilen. Man kommt an den Sprungplatz, man schnackt mit seinen Kumpels und hat unten am Boden eine lockere Zeit. Sobald man dann angekommen ist in 4000 Metern, beginnt eine komplett neue Phase, dann ist alles von vorher egal, dann zählt nur der Moment, die Tür ist offen, man guckt nach unten und man spürt den kalten Wind im Gesicht und in dem Moment gibt es wirklich nur noch die Tür, seinen Schirm und das ist jedes Mal wieder wie neu geboren zu werden.